Berliner zurück in der Heimat. Ein Ausflug ins Vogtland stand am vergangenen Wochenende auf dem Terminplan des Vogtländischen Vereins zu Berlin. Begrüßt wurden die rund 20 Mitglieder am Reichenbacher Bahnhof von der Vereinsvorsitzenden und Bundestagsabgeordneten Yvonne Marquas. Auf dem Programm standen zahlreiche vogtländische Sehenswürdigkeiten, darunter das Rathaus Reichenbach, wo Oberbürgermeister Dieter Kiesling die Vereinsmitglieder empfing. Weitere Stationen waren zum Beispiel das Theater in Plauen und die Erdachse in Pausa. Gegründet wurde der Verein schon im Jahre 1900. Zum Jahreswechsel 2003-2004 wurde der Vogtländische Verein erneut aus der Taufe gehoben. Ziel ist es, den Vogtländern in Berlin eine Kommunikationsbasis zu geben und die Vogtländer im Vogtland bei ihrem Anliegen zu unterstützen.